Zur Bank des Nordens? So, koko wa Snejinaya ga Liyue ni kaisetsushita ginkou da. Genau, das ist eine Bank aus Snejinaya. Ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche, die in Liyue eröffnet worden ist. Liyue stellt zwar das größte Handelszentrum in Teiwat dar. Meine Heimat ist aber auch nicht gerade arm. Stimmt, ärmere Länder können es sich gar nicht leisten, Diplomaten zu entsenden, die sich dem Ordo Favonius gegenüber so respektlos verhalten. Ja, ich kann Paimons ich kann Paimon da verstehen, warum sie so reagiert. Hier, nimm das. Ist das... Der Vogel ist gerade im Weg, leider ein bisschen. Wer weiß, manchmal kann man mit Geld nur materielle Dinge kaufen, sich aber keine Namen machen. Hat der Vogel mich gehört? Oder so wieder? Nein, hat er nicht. Kurz gesagt, das ist eine Art Glücksbringer, der einen davor beschützt, von den erleuchteten Adepten verletzt zu werden. Okay. Ihr sprecht von Adepten? Wenn ihr nach Norden aus der Stadt und dann von der Guili-Ebene aus nach Westen geht, gelangt ihr an Felsformationen, die Zhuyun-Karst genannt werden. Die Menschen von Liyue glauben, dass dort die Adepten wohnen. Ihr sagt Glauben oder ist das nur eine Legende? Ich mach mal das erste mit Glauben. Ah. Ja, sie glauben dieser Legende. Deshalb bieten sie den Adepten nur außerhalb vom Yuyun-Cast Opfer dar. Keiner traut sich hinein. Ich brauche aber nichts zu glauben, denn ich weiß, dass es die Adepten im Yuyun-Cast wirklich gibt. Gute Frage. Die Fatui scheinen gut darin zu sein, Informationen zu beschaffen. Aber warum wollt ihr, dass wir die Adepten aufsuchen? Hat der gerade Paimon süß genannt? Ach, bist du süß. Was denkst du, warum die Menschen die Hilfe der Adepten ersuchen? Für Geld, Gesundheit und Liebe. Aber ihr werdet um Gerechtigkeit bitten. Gerechtigkeit? Die Qixing haben schon die Milliliten geschickt, um den Mörder unter den Zuschauern zu finden. Welcher Sterbliche hätte diesen Kriegsgott, der ganze Armeen vernichtet hat, umbringen können? Rex Lapis hat seine göttlichen Kräfte nie aufgegeben. Diese schlampige Arbeit passt nicht zu dem Niveau, das sie eigentlich haben sollten. Äußerst merkwürdig. Glaubt ihr, dass sie den wahren Mörder schützen wollen? Oder glaubt ihr etwa, dass die Qixing die wahren Übeltäter sind und sie den Mord einem anderen in die Schuhe schieben wollen? Ich könnte mir nicht vorstellen,
dass die Kuixing, wo ja Ningguang zugehört, ihren Gott töten wollen. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber ich kann eigentlich mir auch nicht vorstellen, dass sie den Mörder schützen wollen. Ich nehme trotzdem mal die erste Antwort. Also ich will jetzt mal nicht davon ausgehen, dass die Kuixing den Mord begangen haben. Vielleicht wollen sie auch etwas anderes verheimlichen. Ich weiß auch nicht. Wie es aussieht, kann die Bank des Nordens die Millelisen nicht ewig aufhalten. Die Adepten können euch aber mit Sicherheit helfen. Liyue wurde gemeinsam vom Gott des Gesteins und den Adepten erbaut. Und das mit kriegerischen Mitteln. Sucht nach ihnen und seid dabei schneller als die von den Kuixing geschickten Leuten, damit die Adepten zuerst die wahre Geschichte hören. Wenn es jemanden in Liyue gibt, der euch jetzt noch beistehen kann, dann sind es sicher die erleuchteten Adepten im Yue-Jung-Cast. Okay, Passierschein 38, was? Nein, Passierschein. Ich möchte mal diesen Vogel wieder wegpacken. Ganz im Ernst, da habe ich lieber Paimon und nichts im Bild, wenn ich die Geschichte lese. Aber wie gesagt, nee, jetzt hier kann ich vor den rumtänzen und blablabla, oder? Das interessiert dich nicht. Sehr merkwürdig, was hier abgeht. Apotheker. Man muss ja auch versuchen, eigentlich so ein bisschen die Stadt heraus also zu erkundschaften, ne? Toll, wir sind gerade in Liyue angekommen und schon müssen wir wieder raus aus der Stadt. Ich kann nicht sprechen. Und schon müssen wir wieder raus aus der Stadt, weil wir des Mordes beschuldigt werden. Wie soll ich denn da hochkommen? Ah, da drüben ist besserer Weg. Gehen wir mal da. Oh, das hätte ich nicht gedacht gerade. Würde ganz ehrlich sagen. Das hätte ich nicht gedacht. Da ist eine blaue Quest. Ich glaube, das ist sogar der richtige Weg, um da hochzukommen, wo ich die Quest habe. Kann das sein? Atassi. Ist derjenige welche? Aha. Verspielter Yang. Was hat er denn für eine Aufgabe? Ich bin so gelangweilt. Ich brauche jemanden zum Spielen. Wonach suchst du denn? Mama und Papa haben keine Zeit, nach Hause zu kommen, um mit mir zu spielen. Also muss ich hier alleine spielen. Aber es ist so langweilig, alleine zu spielen. Alter, der ist größer als ich. Außerdem darf ich nicht zu weit von zu Hause weglaufen. Sonst würden Mama und Papa mich nicht finden, wenn sie zurückkommen. Und dann würden sie sich Sorgen machen. Willst du mit mir spielen? Wir könnten Verstecken spielen. Es ist wirklich einfach. Jeder kann mitspielen. Machen wir später. Ich versuche mir das zu merken. Gut, dann werde ich wohl noch etwas alleine weiterspielen.
Alter, der ist doch größer als ich, ne? Ich frage mich nur gerade, warum er nicht weiter weg darf. Also, gut, klar, Größe, Körpergröße sagt nicht immer was mit wegen dem Alter aus, aber keine Ahnung, irgendwie habe ich schon so ein bisschen gedacht, der ist älter als ich. Also als mein Charakter halt. Komm her. Ich habe das Kommentar gelesen. Das ist so eine Art Schatzgoblin, wurde gesagt. Wie in Diablo. Aber irgendwie... Lässt er unterwegs nichts fallen. Der lässt wirklich nur am Ende was fallen. Zumindest sah es jetzt gerade so aus. So, da hinten ist... Das ist eine Statue der Sieben, ne? Warte, Statue der Sieben? Ah ja, doch, doch, stimmt. Das ist eine Statue der Sieben. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ach, das ist gut. So, wo muss ich denn jetzt hin? Irgendwo in diese Richtung. Ach, da ist wieder ein Sonic unten. Ich nenne ihn immer Sonic, aber ich glaube, der Name ist nicht ganz richtig. Und was ist denn das da unten? Ich muss da aber nicht hin, oder? Ich will es trotzdem mir mal angucken. Das war schon. Das war ja nicht so viel. Ich hatte gedacht, da wäre vielleicht noch einer, den ich dann etwas mehr suchen müsste. Oh, ein Rezept. Nice. Alter, wo muss ich denn hin? Wie war das in dem Spiel? Rezepte kann ich überall anklicken, ne, und lerne die sofort. Ich muss nicht an der Küche stehen. Dann mache ich das mal kurz. Wenn ich es finde. Da ist es. Okay, das Erz ist nicht hier anscheinend. Ah, doch hier. Ein Mob für die Kiste? Kann ja nicht viel drin sein. Naja, okay, es ging. Es ging, es ging. Alter, wo muss ich denn hin? Warum ist das so weit weg? Alter. Denn ich hätte fast doch noch zu der Statue der Sieben Abstecher machen können, um die zu holen.